Es ist der 8. April 2028. Asien hat als erster Kontinent surrendered. Australien, Europa und Afrika haben Teile Asiens unter sich aufgeteilt. Das Deutsche Reich, die für Europa stehen, ist aktuell dabei, von allen Fronten zurückgedrängt zu werden und läuft größte Gefahr, das europäische Mainland zu verlieren. Sollte dies geschehen, wäre Europa der zweite Kontinent, der surrendert. Australien hat als erste Nation Naval Invasions auf amerikanisches Territorium gestartet. Die Inseln, die United States of America, in der Nähe der australischen Festgebiete, ist kurz davor zu fallen. Die Frage jetzt hier an dieser Stelle, wird es noch weitere Naval Invasions geben? Sehen wir vielleicht sogar Naval Invasions in die USA im Norden selber? Der Krieg zwischen den USA und Brasilien geht in der Zwischenzeit auch in seine entscheidende Phase. Brasilianische und nordamerikanische Truppen stehen sich in der Enge gegenüber und wer auch immer hier durchbricht, könnte den Krieg für sich entscheiden. Eigentlich nur, wenn die Amerikaner durchbrechen, wenn die Brasilianer durchbrechen. Wäre es ja eigentlich egal, weil die müssen dann erstmal sich den Panama-Kanal hocharbeiten, aber naja, gut, das dauert wahrscheinlich eine Weile. Südafrika bei der ganzen Geschichte, die wissen noch nicht, was ihre Mission ist, sie wissen noch nicht, was ihr Platz ist. Die sind kein Favorit, aber auch kein Underdog. Die sind einfach so eine Mittelmacht aktuell. Da wird es auch sehr spannend, wie es mit denen weitergeht. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zum Krieg der Kontinente. Mit den ersten Naval Invasions der, ja, tatsächlich der Australier. Die jetzt hier wirklich über alle Inseln herfallen. Und ich bin sehr gespannt, ob das nur der Anfang ist oder ob das hier weitergeht. Und ich bin auch sehr gespannt, wie es mit Europa weitergeht. Was denn die Deutschen gegen diesen krass starken Vormarsch auch der australischen, der afrikanischen Truppen machen. Und ihr seht es, die haben aktuell nicht viel, was sie dagegen machen können. Denn wie wir sehen, sehen sie nichts. Also, eigentlich sehen wir nur aktuell afrikanische Truppen. Die deutschen Truppen haben alle sehr wenig Ausrüstung teilweise. Natürlich sehr niedrige Organisation, weil jetzt natürlich die Nation versucht, irgendwie ihre Truppen von allen anderen Fronten zurückzurufen und dann irgendwie natürlich ihre Front zu verteidigen da. Weil fällt Europa, fällt auch Europa. Logischerweise. Und Afrika hat ist in letzter Zeit deutlich stärker geworden, ne? 170 Divisionen in der Zwischenzeit. Deutschland hat hat jetzt erstmals auch wieder unter 200 Divisionen und die haben so eine riesengroße Front abzudecken, dass ich nicht weiß, ob das so gut enden wird, was hier mit den Deutschen passiert. Ich glaube nicht, 195. Die Divisionen sinken und sinken. Es laufen 6 Offensiven. Können wir das angucken? 23 Defensiven, 4 Offensiven. Die genauen Verläufe der Schlachten können wir jetzt so nicht direkt in der Übersicht sehen, oder? Weil, also wenn man da draufklickt, müsste man das auch sehen können, wie die ganzen Schlachten ausschauen gerade. Aber das ist jetzt hier gerade nicht der Fall. Wir sehen jetzt hier nur... Ja, Combat gibt es angeblich auch nichts. Das ist auch Fake News. Na gut. Sehen wir leider nicht. Aus Gründen. Dessen schauen wir einfach mal ganz entspannt weiter zu. Wie die Australier jetzt hier eine Insel nach der anderen von den United States of America erobern werden. Und auch haben. Na, hier. Owner ist die United States of America. Und Controller ist Australien. Ja, da haben sie schon ein paar Inseln schon erobert. Die Amerikaner haben hier natürlich gar keine Einheiten. Die ziehen sogar ihre Einheiten zurück. Ah, nee, die wurden besiegt. Die hatten in Midway. Ja, man kennt Midway. Hatten sie Einheiten, die wurden aber gerade zurückgezogen. Weiß nicht, ob das wegen der Naval Invasion war oder was jetzt hier gerade passiert, weil die Australier die Truppen gerade trotzdem weiter noch zurückziehen. Mal gucken, ob wir sonst noch irgendwo geplante Naval Invasions sehen, gerade nicht so wirklich. Die Amerikaner versuchen jetzt hier durchzubrechen und wenn sie das schaffen, dann dürfte Brasilien hier ernsthafte Probleme bekommen. Aber noch verteidigen sie effizient. Planen die Amerikaner denn Naval Invasions? Auch noch nicht. Es gibt doch ein Available War Goal. Gegen die Republik von Kuba. Hä? Die gibt's doch gar nicht. Wollt ihr mich jetzt husten? Was ist das hier eigentlich? Ja, das ist Deutschland auch interessant, dass da Deutschland Territorien hat. Aber dass Kuba angeblich noch geben soll, das überrascht mich jetzt ein bisschen. So, und hier die Offensive, ja. Es dauert noch ein bisschen, die Brasilianer schaffen es immer wieder noch rechtzeitig also die Truppen ziehen, okay. Ich wollte gerade erklären, warum die Brasilianer das schaffen, die Gebiete zu verteidigen. Genau in dem Moment wurden sie überlaufen und jetzt wird es kritisch, weil jetzt könnten sie dann gleich schaffen, hier die Amerikaner hier wirklich so richtig die große Front zu öffnen und da dürfte dann Amerika deutlich stärker sein als Brasilien. Weil Brasilien hat insgesamt aktuell 119 Military Factories gegenüber 294 von den Amerikanern im Norden. Also Südamerika ist deutlich schwächer als Nordamerika. Und Afrika pusht weiter in Europa. Schauen wir mal ganz kurz, wie das ausschaut bei den Deutschen aktuell. Die sind schon 17% Richtung Surrender gepusht worden.
Oh, das sieht nicht so gut aus für das Deutsche Reich. Amerika hat insgesamt 144 Divisionen. Südamerika hat 94. Also so wenig haben die auch nicht, ne, die Brasilianer. Darf man nicht unterschätzen. Deutschland verliert ohne Ende Division. 179 nur noch. Das war's mit Deutschland. Das war's mit Europa. Europa wird fallen. Hätte man so nicht geglaubt damals, als diese Kampagne noch jung war. Wer hätte das geglaubt, dass Europa die zweite Nation ist, die fällt? Hätte das jemand von euch geglaubt? Jetzt gibt es ja auch dann die Front Australien. Australien gegen Afrika. Australien aber auch sehr schwach. 100 Divisionen bloß. Gegenüber 186 von Afrika. Also ich will ja nicht callen, aber ich glaube, dass Afrika eine relativ gute Chance hat, hier dieses Duellchen für sich zu entscheiden, wa? Ich jetzt einfach mal so behaupten. Die Afrikaner sind aktuell die Nummer 1 der Welt mit Divisionen. Noch nicht mit Factories, das wird sich aber gleich ändern. Die jetzt, da die jetzt natürlich eine andere Provinz nach der anderen erobern von den Deutschen. Erobern die natürlich auch nach und nach die Fabriken. Manpower ist bereits bei 148 Millionen. Gut, ich habe eben Manpower ein bisschen höher gemacht, als das normal wäre. Davon als mal abgesehen. Ja, trotzdem. So, meine australischen Freunde. Ja, die Deutschen, man sieht das gerade, die sind ein bisschen panisch. Bei der Manpower gucken. Ne, das passt. Die Deutschen sind gerade ein bisschen panik. Die Europäer, die haben jetzt gerade alles in eine einzige Division geschmissen. Und haben diese Armee, haben sie jetzt Afrika genannt. Die Afrika, das Afrika-Schauplätzchen mit allen deutschen Einheiten, die es noch gibt, alle 170 Divisionen, kämpfen jetzt gerade nur noch gegen Afrika. Und Afrika kämpft nicht in Afrika, sondern in Europa. Und man steht auch nicht mehr so weit weg von Berlin. Und ich erwarte, dass die afrikanische Heeresführung sich in Zukunft da in der näheren Nähe sich dafür entscheiden wird, dann den finalen Schlag gegen Europa zu setzen. Und Brasilien hat es nochmal geschafft, sich zu stabilisieren. Die haben ja ein paar Gebiete zurückerobert, weil die Amerikaner sich bestimmt wieder zurückgezogen haben, ja. Die Amerikaner haben sich wieder zurückgezogen. Ich verstehe das nicht ganz, also. Die United States von America in Nordamerika gegen Brasilien, die für Südamerika stehen. Und die Nordamerikaner weigern sich immer, den Brasilianern den finalen Schlag zu setzen. Da passiert aber nichts. Also da gibt es zwar ein bisschen Schlägereien und Auseinandersetzungen, aber am Ende des Tages ziehen sich die Nordamerikaner jedes Mal wieder zurück. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mich auch schon entschieden, dass ich das Ganze nochmal machen werde. Allerdings mit der Better AI Mod. Dann halt ein 1936er Szenario mit mehr Ressourcen für alle Seiten und mehr Fabriken. Und bin ich mal gespannt, wie das laufen wird mit der Better AI Mod. Da freue ich mich fast schon mehr drauf wie hier drauf. Tatsächlich, so traurig das ist. Weil ich erwarte sehr, sehr viel von der Better AI Mod, was das angeht. Und Afrika startet die nächste Offensive. Sieht man auch gerade hier so schön. Man plant jetzt hier quasi so Italien, Venedig, kurz vor München, Zagreb möchte man haben. Und russische Gebiete auch, damit es ein bisschen schön auf der Landkarte natürlich ausschaut. Sieht aus wie irgendwie, keine Ahnung, so ein verformtes Raumschiff oder so. Ja? Hier hinten sind so die Düsen und da unten ist so der Bauch und da ist das Schiff selber oder so. Schaut richtig hässlich aus, seid mir nicht böse. Erobert mal lieber ein bisschen mehr, dass das nicht mehr so komisch ausschaut. Und hier treffen jetzt Australien und Afrika erstmals aufeinander. Das ist der erste Kontakt zwischen Afrikanern und Australiern in der Region um China. People's Republic of China, die gibt's aktuell noch. Was ist denn da los? Naval Combat im Golf von Afrika, mhm. Dachte ich ganz kurz, hier gibt's Naval Invasions oder sowas? Nö. Nö, nö. Keine Naval Invasions. Wie schaut es denn mit Deutschland aus? Haben die eigentlich... Nee, haben auch keine Atomwaffen. Wirklich nur die Nordamerikaner? Die haben aber auch keine. Die nutzen die Atomwaffen immer gegen Brasilien, kann das sein? Das müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten, weil die haben immer... Ich wüsste jetzt auch nicht, wo sie sonst ihre Atomwaffen nutzen sollten. Und China ist die Frage, haben die noch die Möglichkeiten für Atomwaffen? Ja, haben sie noch. Australien haben die... Die müssten jetzt die Nuklearreaktoren erobert haben, ne? Nee, haben sie scheinbar nicht. Scheinbar hat China die Nuklearreaktoren entweder abgerissen oder hat die da gebaut, wo sie die Gebiete noch halten aktuell. Weiß man nicht so richtig. So, es gibt hier eine Großoffensive gegen Deutschland und das ist so viel rot. Ja, das sieht sehr schlecht aus für Europa. Das ist alles rot. 161 Divisionen auch nur noch. 30 Verteidigungs, davon sind
Über die Hälfte haben Probleme bei der Verteidigung ihrer Gebiete. Oh, jetzt haben sie es auch geschafft, die Fronten zusammenzuschließen. Hier sind weitere 7 deutsche Divisionen eingekesselt, die jetzt dann sterben werden. Oh, das sind natürlich... Ja, 5 Millionen Verluste bereits gemacht. Das kannst du nicht mehr abfedern, jetzt einfach so in ein paar Sekunden. Die komplette Ausrüstung geht natürlich mit weg. Auch wenn die Afrikaner sich denken, so egal, die sind eh ungefährlich. Die ignorieren das gerade so ein bisschen. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Warum ignoriert ihr denn das so? Wenn die das sogar schaffen, den Hafen noch zu erobern, dann könnten sie abhauen. Die Schiffe... Okay, nee. Schaffen sie nicht ganz. Die Schiffe standen aber schon bereit, muss man auch mal dazu sagen. Also die Evakuierung war bereits geplant, aber da fehlt jetzt dann den Deutschen noch Organisation, Ausrüstung und Hoffnung. Wahrscheinlich auch ein bisschen mit. Ja, das war's. 151 Divisionen nur noch. Europa ist der nächste Kontinent, der in kürzester Zeit Geschichte ist. Und dann wird es eben spannend. Wenn Afrika nämlich später das komplette Festland in Besitz hat, ist die Frage, was passiert dann? Was macht Australien? Was macht Afrika? Und wie geht es in Amerika weiter? Gibt es dann vielleicht auch mal Naval Invasions? Das ist eben dann die spannende Frage am Ende des Tages. Da unten sind australische Truppen, echt? Haben die Australier gerade Naval Invasions gemacht? Also die Australier sind tatsächlich die Nation, die Naval Invasions macht hier, ne? Die haben hier Naval Invasions gestartet. Aber noch gibt es keine Pläne, in die USA einzufallen. Noch nicht. Was Afrika macht, wissen wir eh noch nicht. Was haben die denn eigentlich so ausrüstungstechnisch, so was die Schiffe mal angeht? Schauen wir mal ganz kurz. Genau, kurz spionieren. Flugzeuge haben sie 5200, Schiffe haben sie 108 bloß, ne? Viel zu wenig Schiffe, das ist das Problem. Mit den paar Schiffen kannst du sehr schwer was anfangen. Schauen wir kurz bei anderen Nationen. Brasilien hat 173 Schiffe. Nordamerika 163. Oh. Sollte Afrika Europa erobern und Europa als Untertan machen, hätten die direkt 344 Schiffe mehr. Denn wenn man eine Nation zum Puppet macht nach dem Krieg, erhält man automatisch die verbleibenden Flotte und Flugzeugflotten. Flotten und Flugzeugflotten. Das ist wieder Deutsch vom Feinsten. Ich erwarte auch, dass Australien jetzt dass Afrika jetzt über Australien drüber hinweg fegt, wie so ein Tornado. Tut mir leid, meine australischen Feinde. Aber ich habe keine Hoffnung, dass ihr dem australischen Sturm standhalten könnt, der bereits Europa und Deutschland zerstört hat und immer noch zerstört. Deutschland steht bereits 33% vorm Surrendern. Australische Truppen schwärmen jetzt gerade in Indien ein nach dieser Naval Invasion. Das heißt, die Deutschen werden hier ihre kompletten Truppen verlieren. Die haben auch keine Häfen mehr, sehe ich gerade, ne? Die haben keine Häfen mehr. Das heißt, die Truppen sind hier alle komplett verloren. Die haben keinen einzigen Hafen, von dem sie sich aus zurückziehen können. Die sind hier quasi gefangen in der Hölle. So oder so. Naja, die werden alle sterben. Jeder weiß, dass Chinesen und Afrikaner keine Gnade gegenüber deutschen Truppen zeigen. Die werden alle lebendig gefressen. Unterstelle ich hier gerade jemanden Kannibalismus? Nee. Nein, niemals. Es ist ein Video. Ich sehe schon, wie die Leute schon Schaum vom Mund haben. Ja, Afrikaner sind aber keine Kannibalen. Es ist ein Video, es ist Sarkasmus, okay? Entspannt euch. Lehnt euch zurück, nehmt einen Drink. Wenn ihr über 18 seid, wenn ihr unter 18 seid, nehmt einen Schluck Orangensaft oder ein Glas Leitungswasser und entspannt euch wieder ein bisschen. Das ist hier nur Satire, ja? Es ist nicht alles ernst zu nehmen, außer wenn ich sage, dass deine Mutter... Nein, Spaß. Spaß. Was ist jetzt hier eigentlich wirklich ohne Schmarrn? Ich werde hier gleich eingreifen und, keine Ahnung, weiß nicht, was ich mache. 10 Atombomben schmeißen oder so. Oder beide Seiten die Truppen entziehen oder irgend so ein Schmarrn. Keine Ahnung, das ist ja Arbeitsverweigerung, das ist ja widerlich. Ihr widert mich an. Mal sagen hier, ey. Afrika weiß gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Factories. Die müssen jetzt erstmals mehr Factories haben als Deutschland. Ah ja, okay. Deutlich mehr Factories als Deutschland. China ist so groß wie eh und je. Zumindest was das Mainland angeht. Mal von den Gebieten abgesehen. Aber China hat sich gut erholt. Kann man sagen. Haben auch schon wieder 36 Divisionen. Also Australien hat sich einen starken Untertan geschaffen. Ein Untertan, der auch in der Lage ist und in der Bereitschaft ist, hier Truppen zu pumpen, bis der Arzt kommt. Und Berlin fällt gleich ein paar Sekunden. Und dann ist eben die Frage, was passiert mit Europa, wenn Berlin fällt? Ihr seht, dass Deutschland, die kollabieren jetzt gerade. 68% Victory Points. Warte mal, stopp, was? Oh, die surrendern schon bei, wenn die unter 50% haben. Was ist mit Deutschland passiert? Warum surrendern die so schnell?
Kann es sein, dass die ein bisschen Atombomben abbekommen haben? Oder dass die Moral einfach gedroppt ist? Oder dass die Truppen desertieren? Gerhard Schröder ist nicht in der Lage, das deutsche Europäische Reich zusammenzuhalten, oder was? Hätte ich jetzt so nicht erwartet, tatsächlich. Dass der gute Gerhard da so scheitert. Bei seiner Aufgabe, das deutsche Reich zusammenzuhalten. Schau kurz den Warscore an. Afrika wird sich alles holen. Australien wird ein bisschen was kriegen, aber... Afrika wird mit Abstand die größte Supermacht sein gleich, wenn es soweit ist. Auch wenn Deutschland hier noch große Offensiven plant. Fast damals wie der Adi, als der Krieg schon verloren war, hat er auch noch Offensiven geplant. Genauso ist es ja auch gerade. Ich meine, Deutschland hat noch 90 Divisionen, ne? 80. 88. Heil Hitler. Tut mir leid. Ich habe gerade eben gesagt, das ist nur Satire und Spaß, okay? Entspannt euch wieder. 97 australische Division, da tut sich nicht wirklich viel. Aber die Chinesen haben, wenn die so weitermachen, sicherlich eine höhere Truppenstärke. Ey, was? China ist Anführer der Faction? Okay. So, bevor jetzt irgendeiner sagt, ich wäre Nazi oder so, nein, entspannt euch. Das ist falsch. Das stimmt nicht. Mich wundert nur gerade, dass Deutschland wirklich surrendert, wenn die unter 50% der Victory Points halten. Ich meine, davon abgesehen, dass die gerade gar keine Truppen mehr haben. Also die Deutschen haben gar keine Truppen mehr. Die werden jetzt einfach überlaufen. Bern ist die neue Hauptstadt in der Schweiz. War die neue Hauptstadt? Wer ist jetzt die neue Hauptstadt? Rom vielleicht? Ne? Wer ist denn die neue Hauptstadt? Stockholm. Ah, Deutschland hat surrendert. Deutschland hat soeben surrendert, meine Damen und Herren. Europa ist gefallen. Hätte ich niemals erwartet, dass Afrika Europa erobert. Hätte ich nicht gedacht, tatsächlich, nein. Ist jetzt für mich ein bisschen überraschend. Und Deutschland behält Großbritannien und Korsika, Sardinien sowie ein paar griechische Gebiete. Und einige Gebiete in Russland. So, und jetzt wird es eben spannend. Deutschland behält 6 Divisionen, aber das ist ja eigentlich irrelevant. Das Wichtigste ist, dass Deutschland ihre komplette Flotte behält. Und diese komplette Flotte kämpft jetzt für Afrika. Die Republik von Südafrika kämpft jetzt zusammen mit einer mega starken Flotte gegen Australien und China. Und sollte eigentlich normalerweise... Ja, 205 Divisionen. Ich vermute mal, die werden jetzt gleich Divisionen pumpen, bis der Arzt kommt. Wir schauen mal kurz nach. Wir schauen mal kurz... Ja, sieht... die pumpen jetzt richtig Divisionen raus. Da ist jeder im Fitnessstudios Luft dagegen, gegen das, was die Afrikaner jetzt hier pumpen werden. Das wird jetzt ein Gemetzel, glaube ich. Ich denke mal, die werden innerhalb von kürzester Zeit hier Asien auch noch mit zu Fall kriegen. Was mir gerade aufgefallen ist, ich bin mir gar nicht so sicher, aber irgendwie habe ich das Gefühl, hatte nicht Australien hier noch Gebiete oder haben die in der Friedensverhandlung automatisch wieder abgeben müssen? Weil Australien fast gar keine Gebiete mehr auf dem Festland hat. Die haben sogar Gebiete an die China verloren. Hä? Okay, das ist jetzt relativ interessant hier, das Ganze gerade. Ich dachte eigentlich die ganze Zeit, dass... Australien hatte hier doch einige Gebiete. Hier hatten sie Gebiete, hier hatten sie Gebiete. Die hatten sie doch auch schon nach der Friedensverhandlung mit China. Deswegen verstehe ich jetzt nicht ganz, warum diese Gebiete auf einmal im Besitz von Deutschland sind. Oder hatte Australien die Gebiete quasi nur... übernommen, weil die noch im Krieg mit Deutschland waren und die besetzt hatten, als die Friedensverhandlung war. Aber da macht es jetzt keinen Sinn, dass sie die Gebiete jetzt abgegeben haben. Bisschen strange, muss ich gerade gestehen. Aber ihr seht das selber, was hier aktuell passiert. Die afrikanischen Truppen überrennen gerade alles. Und dann ist eben die große Frage. Wird es so sein, dass dieses Projekt dann quasi in einem Stillstand endet, weil Afrika quasi keine Naval Invasions machen möchte und hier wird sich auch nichts tun gefühlt. Aber dann quasi die 2020-Version endet dann quasi damit, dass Afrika die Supermacht Nummer 1 ist. Allerdings nicht in der Lage, andere Nationen nebeltechnisch anzugreifen, dass es hier quasi so bleibt. Nordamerika bleibt Nordamerika, Südamerika bleibt Südamerika. Und Asien und Europa sind die großen Verlierer dieses Krieges. Endet es darin? Soll das wirklich so enden? Müssen wir dann wirklich gucken, 1936, wer da wirklich der stärkste Kontinent ist mit der Better AI. In Hoffnung, dass das funktioniert. Schauen wir mal. Bin mir sehr gespannt. Könnt mal eure Meinung reinschreiben, jetzt gerade eben. In der jetzigen Sekunde, was eure Vermutung ist, wie das Ganze ausgeht. Moment. Es gibt eine Naval Invasion.
Ah, wieder auf den Inseln. Ah, das dachte ich schon ganz kurz. Ihr seht das selber, es tut sich nicht so viel aktuell. Die einzigen, die immer wieder mal Naval Invasions machen, sind halt die Australier. Das sind so die einzigen, die auch wirklich immer wieder aktiv, passiv da auch mal Naval Invasions machen. Der Rest, dem ist es egal. Gibt es Naval Invasions in mehreren ehemaligen deutschen Regionen. Also Australien tut sein Bestes, kann man wirklich mal so sagen. Sind immer auch die einzigen. Ne? Also ich glaube nicht, dass Australien noch andere Naval Invasions geplant hat aktuell. Ne. Die wollen einfach nur die Inseln. Nordamerika hat keine Naval Invasion, Südamerika auch nicht. Afrika plant zwar hier eine Offensive, aber jetzt auch keine Naval Invasions in dem Sinne. Ich lasse es mal ein bisschen weiterlaufen. Ihr seht das selber, eigentlich ist Afrika bereits kompletter Sieger. Nordamerika und Südamerika sind eigentlich in einem Stillstand, der wahrscheinlich niemals enden wird. Tatsächlich. Deswegen schaue ich jetzt einfach nochmal kurz. Ja, ich schaue mal bis 2030. Bis Mitte 2030, wenn sich dann Naval Invasions technisch nichts tut, dann werde ich ein paar abschließende Worte an euch richten. Aber wir schauen jetzt einfach mal, ob sich da noch was tut oder nicht. Ja, ich hätte es nicht erwartet, dass das Projekt so endet tatsächlich. Also dieser erste Teil. Ich werde es direkt im Anschluss, wird es dann quasi die 1936er Version geben. Ich werde da allerdings höchstwahrscheinlich kein Intro für machen, weil es quasi direkt der Anschluss hier dran sein wird. Und ja, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass die KI wirklich absolut gar nichts macht einfach. Es passiert einfach null. Nordamerika, Südamerika tut sich nichts. Es gibt keinerlei Naval Invasions, außer von Australien. Und wie gesagt, die Beta AI Mod funktioniert ja sowieso nicht. Na, die kann ich da nicht nutzen. Das würde vielleicht das Ganze nochmal ändern. Oder auch nicht. Das werden wir jetzt sehen. Jedenfalls können wir für dieses Projekt festhalten, die 2020-Version endet jetzt einfach mal darin, dass Afrika der stärkste, größte, mächtigste Kontinent der Erde ist. Oder halt der klügste. Ist jetzt aktuell auch wirklich die stärkste Nation. Ja, also es gibt nichts Stärkeres als Afrika zusammen mit Deutschland. Deutschland hat auch schon wieder 23 Divisionen. Afrika hat jetzt über 250, fast 250 Divisionen in der Zwischenzeit. Nord- und Südamerika und Australien zusammen sind nicht so stark wie Afrika. Wenn die natürlich koordinierte Offensiven starten würden, wäre das sicherlich eine Möglichkeit, dass da nochmal was passiert. Ist nur leider das falsche Spiel dafür. Es gibt hier und wieder Naval Invasions von Australien, aber die werden alle früher oder später nichts bringen. So leid es mir tut. Sehr unwahrscheinlich, dass die Australier damit den Naval Invasions groß was anrichten können. Aber ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Diesen ersten Teil des Projektes direkt im Anschluss, also jetzt nicht direkt heute, aber dann halt quasi beim nächsten Mal Hearts of Iron 4 kommt dann quasi die nächste Version. Das ist dann die 1936er. Damit bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Es war trotzdem ein bisschen spannend. Also ich fand es nicht so spannend, aber auch nicht so langweilig. Es war schon überraschend, dass dann Südafrika auf einmal Europa zerstört hat. Aber ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Noch einen ganz kurzen Nachtrag für alle, die sich den Krieg der Kontinente 1936 noch wünschen würden. Das wird es nicht geben. Ich habe es ausprobiert. Das läuft 1:1 gleich wie das hier. Es gibt keine Naval Invasions. Die KI ist äußerst strange. Sogar mit der Expert AI Mod funktioniert das alles nicht so, wie es soll. Deswegen war das hier das einzige Krieg der Kontinente. Ich gebe es auf. Ich habe so viel Zeit in dieses Projekt gesteckt und habe mindestens 30 Stunden investiert für nichts letzten Endes. Und das muss, lieber lasse ich sein und mache andere Sachen, bevor ich mich jetzt hier ewig damit abplage. Ich bedanke mich trotzdem bei euch allen für die Treue bei dem Projekt und hoffe, dass wir uns beim nächsten Projekt wiedersehen.